Willkommen zurück hier zu Deus Ex und ich erkenne gerade, dass diese Priester hier wohl generiert werden. Können wir die Tür irgendwie auch, zumachen? Hallo? Tür? Ich würde dich gerne schließen. Das scheint wohl nicht zu funktionieren. Das heißt, sich mit denen jetzt abzugeben, wäre ein bisschen sinnlos. Kann ich die Tür sprengen? Ja, ich kann die Tür sprengen. Ah, meine Güte! Diese ätzenden Viecher! Und jetzt? Ist es zu? Ja, es ist zu. Immerhin. Das sind aber halt nicht die Energieversorgungen, die ich ausschalten soll, um Page auszuschalten. Naja, für dich. Yes, this is a rather control room you will access, but you will need my eyes. You will go down the Equinus substation A3. Page is the lock-in. Open Alice is the password. You will use the security terminal there to open the door. Ach je, wie war die Codes hier noch gleich? Für die Fusionsreaktoren. 724 irgendwas. Dann lasse ich das mal. Ach komm, was soll's. Ich habe 11 Tools. Gib ihm. Ich will wissen, was da drin ist. Ich will Page ausschalten. Ein Medibot, wie süß, danke. The signs of this room are channels that have gone dark. Open them, yes. Ah. Ultra white. Yes. You will leave the locks in place until I'm ready to merge with the AI myself. Nee, lass mal. Ich werde die Dinger nicht öffnen. Ich werde das nicht machen, dass die KI Zugriff nach draußen kriegt. Was sie ja wohl irgendwie komischerweise schon haben soll. Nach oben geht's nicht, ne? Ne, nach unten. Ich lese mal genau, was ich machen soll. Die vier blauen Fusionsreaktoren in Pages Bunker. Bin ich da jetzt richtig? Uah! Ach, ja. Wow! Was ist das denn? Was war das denn? Was zur Hölle? Och nö! Da kann ich nur die Viecher aussperren. Den ganzen Unsinn kann ich mir sparen, das da kann ich mir auch sparen. Soon I will leave this body and death will have no meaning. Moment, bevor ich jetzt runtergehe und wieder drauf gehe, speichere ich. Wo geht's weiter? Da, glaube ich, nicht. Da. Aquinas router control room will remain locked until my upgrades are complete. I have my own plans for the AI. So, wie komme ich da jetzt durch? Die Pferde im Blitz treffen mich nicht. Autsch. Na gut, so tödlich sind sie nicht. Ich frage mich, ob das die. Ne, das sind nicht die Dinger, die ich ausschalten muss, um Page auszuschalten. Ach ja, vielleicht kann ich den Strom irgendwo abschalten. Schauen wir mal. Wenn nicht, gehe ich nochmal hoch und schaue mich bei Page nochmal um. Ob es da nicht direkt die Generatoren gibt oder so.
Tür da hinten, nicht wahr? Durch! Oh, ein Schutzanzug, wie nett. Und ein Medikit. Wie süß. Oh. That's far enough. Sekunde. Ich glaube, ich bin hier richtig. Hier brauche ich aber normalen Schrot. Ach, jetzt bin ich unten bei Paige. Meine Güte, hauen die rein. Könnt ihr das bitte lassen? Ah, wo kriege ich jetzt? Moment, ich muss mal eben. Wie kriege ich die Tür jetzt zu? Ich will nicht von den Blitzen getroffen werden. Ach, ey, wisst ihr was? Das ist mir doch egal. Weg, was? Das hat nur einen getroffen. So. Er hat doch gelacht. Ah, hier unten sind die. Okay, irgendwie welchen Code bitte, weil genug Multitools habe ich dafür nicht. 724 irgendwas. Blödsinn, war es 724 oder 742? 724. Team 243. Excellent. 3 left. Was? Hä? Was? Ich kann gerade nicht schießen und nichts machen. Was war denn da los? Was zum Henker? Irgendwie fühle ich mich gerade ein bisschen betrunken. Mal weg. Och nö. Ey, da sind so viele Viecher hier. Nimm die Sachen, Junge. Das gibt's doch nicht. Komm ich vielleicht unten rum irgendwie, ohne getroffen zu werden? Dann scheiß halt auf die Sachen dort. Ist doch egal. Soon I will leave this body and death will have no meaning. Könnt ihr bitte die Tür aufgehen? Danke. Da muss ich jetzt wohl irgendwo diese Viecher loswerden. Besser von oben gemacht, hä? Was haben wir da? Hä? Was war das denn bitte? Ich war doch gerade nicht angeschlagen, oder? War ich gerade angeschlagen? Ich bin doch gerade erst geheilt. Okay. Was war das? Soon I will leave this body and death will have no meaning. Ja, hier spawnen wahrscheinlich neue die ganze Zeit. Ich versuche mal hier was. Ah, geh weg! Ja, das hat funktioniert. Aber ich muss hier weg. Was genau tut das? Achso, das macht die Tür zu, ne? Richtig, das macht die Tür zu. Damit immerhin mal ein paar weniger von den Viechern hier rauskommen. Ich speichere mal. So. Jetzt würde ich gerne schießen.
Hä? Ist einer direkt bei mir? Nee. Doch. Haltet ihr denn aus? Ah, daneben. Da ist ein ein Energiebot. Wie gut. Den hab ich gar nicht gesehen. Weg mit dir. Lad mich damit eben auf, damit ich mich heilen kann. Danke. Sehr gut, weil die für die Schrotflinte geht mir nämlich gerade ein bisschen aus. Habe ich meine Pistole noch? Boah, was, ey? Der beißt mich einmal und ich kann mich nicht mehr bewegen. Ist das ätzend? Wie kriege ich den von hier? Oh, es ist ein Riesen hinter mir und vergiftet mich. Die Sau. Ja. Ja, einer weniger. Oh ja, ich bin den los, endlich. Was macht das? Einen Aufzug runterholen, okay. Hätte ich da jetzt auch so runtergekönnt, dann kotze ich gleich. Oh, noch ein Biobot. Danke. Hm. Türschloss-Kühlsystem 2242. Was haben wir hier drin? Waffenmodifikation rüber. Ach, das brauche ich alles nicht. Brauche ich nicht. Ich bin ja schon bald durch. Sekunde. Ich brauche hier die Umgebungsresistenz und die Regeneration. Ah, was war's? 7243. Ja. Ach, das sind verschiedene Stockwerke, okay. Das heißt jetzt halt auch im Gegenzug, wenn ich mich hier langsam hocharbeite, sollte ich wahrscheinlich unten anfangen. So, damit ich nicht wieder am Ende ganz runterlaufen muss und so. Oh, Bots, schon wieder. Nein. Tracer Tong? Nein. Ich werde nicht die Welt ins Mittelalter stürzen. Tut mir leid. Ah, verdammt, da oben war ein Atemgerät. Ich fürchte, da unten ist auch einer von den Generatoren. Oder ist das mein Fluchtweg nachher? Ich weiß es nicht. Ach komm, das dauert zu lange. Ich schätze mal, das ist mein Fluchtweg. Und falls ich da wirklich doch noch hin muss für den letzten Generator, dann kann ich das immer noch machen. Muss ich zumindest, muss ich immerhin nicht zweimal da durchlaufen. Das da unten führt wahrscheinlich einfach nur hier hin. Yep. Okay, damit könnte man vielleicht den kleinen Viecher ein bisschen ausweichen. Haben wir das? Helios 6765. Okay, noch ein Code. Was? Nein.
Hä? Warum komme ich da nicht weiter hoch? Bin ich jetzt ganz oben oder was? Sieht so aus, ja. Schalte ich erstmal den da aus. Oh. Geht doch. Nein, ich muss ja sagen, ich finde es super, dass man hier immer zwei Möglichkeiten hat, ganz am Ende solche Schlösser und Türen und so aufzumachen. Und ich krieg so meine Lamp zurück. Wow. Okay, fehlt nur noch eine. Frage ist nur, wo finde ich diesen letzten Reaktor? Wow, das war vielleicht blöd, in der Sichtweite dieses Spots zu speichern. Ah, da kam der raus. Da liegt ja Zeug rum. Ist ja lustig. Das heißt, da oben kam wahrscheinlich der andere raus und da gibt es auch. Das ist ja lustig. Hey. Kleine Belohnung dafür, dass man die Bots ausgehalten hat. So, was haben wir hier? Schrot. Davon habe ich aber genug. So, gut, hier gab es nichts mehr. Dann, geht's wahrscheinlich hier noch weiter, oder? Hier sind ja immer diese. Ach nee, Moment, wo kommen die denn her? Ich fürchte. Achso, nee, es ist Feldschwächer. Habe ich den da hinten schon ausgeschaltet? Ja, ne? Ja. So, die Frage ist jetzt halt, wo zum Henker ist der letzte Generator? Hier ist er nicht. Wo ist der letzte Generator? Gut, dann werfe ich doch nochmal einen Blick. Also einer war ganz unten, einer ist hier unter mir. Vielleicht da oben? Vielleicht ist dafür der Aufzug. Ach nein, jetzt bin ich wieder hier. Da kam ich auch schon hoch. Da hinten ist der, den ich schon ausgeschaltet habe. Okay, hier ist also nichts mehr. Habe ich Sabot? Ja, ich habe Sabot. No, come on! On. Ich speichere mal lieber. Sicher ist sicher. Oh, was? Moment, aber ich kann doch die Türme ausschalten. Ich habe doch da so einen Universal-Turm-Ausschaltschlüssel. Energie will die immer abziehen, diese blöden Viecher. Moment, hier kam ich rein. Hier ist kein Generator. Ah, wo ist dieser letzte Generator? Das gibt's doch nicht. Wer haut mich da bitte? Was? Da oben? Ah, ich habe keine Munition mehr. Verdammt. Ah, warum ist hier offen? Ist hier noch ein Generator vielleicht? Vielleicht hier? Nein, da muss ich den letzten Generator noch deaktivieren. Aber wo ist der?
Sehe ich da drüben gerade Kisten? Ja, ich sehe da drüben. Ah, da sehe ich was. Habe ich die nicht gerade angeschaltet? Ah, die sind erschöpft. Natürlich, natürlich. Da hinten ist noch was. Dann schalte ich mal hier lieber noch die Bots aus, sicher ist sicher. Bevor er die noch im letzten Moment irgendwie anmacht. Und dann ist es hoffentlich gleich vor. Was? Aktivieren? Nein! Ist jetzt wenigstens grün? Ja, er ist grün, immerhin. Glück gehabt. Er kämpft für mich. Ah. Jetzt die Universal Constructor Control. Ah, das ist ein Universalkonstruktor. Interessant. Oh, da ist es. Can't shoot your way out of this one. My UCs can assemble new creatures in seconds. Jetzt muss ich ja nochmal nach oben ausschalten. Nein, noch nicht. Ja, genau. Speichern. Speichern! Don't listen to Everett. He and the Illuminati have been afraid from the beginning. Afraid of us. Afraid of nano-augmentation. Consider your powers, your strength, your intelligence. You've only had a small taste. Let me finish the project. Let me bring infinite power to the human body. You will not be left behind. War das nicht hier? Nein, das war nicht hier. Lost? Ja, ein bisschen. Muss mir den Weg erklären. Da unten war ich gerade. Ach, dann ist es da drüben. Ah, verdammt, falsche Seite. Yep, da drüben ist es. Wie komme ich da jetzt hin? Da runter, genau. Mal kurz eben heilen. Blöden Viecher, die mich blitzdings. Egal. Bombpage, vergiss es. Nein, ich wollte gerade gucken, was passiert. I trust you've been able to find yourself a place within the organization. I'm personally overseeing the distribution of the vaccine, but it'll still take months to restore the infrastructure. We'll have to arrange for additional food distribution and security in Paris, maybe New York as well. All through the proper intermediaries, of course. Intermediaries? We have a great number of agencies who in turn operate other agencies. Boxes stacked one in another. They'll need to be reactivated, but we never touch anything directly. We only influence, suggest, insinuate. The world must know by now, Everett. What we've done. Know what? Only that the long night is over. The crown of government is tarnished. But that will fade in time. The riots? A fever dream. The plague? A horrible nightmare. And like everything else that's happened, such things will only be dimly remembered upon waking to their normal lives. In the end, all sins are forgiven. Even yours. What about the Constructor? And Helios? Do you really think they're ready for that? After everything you've seen, everything you've done? No. Not yet. But soon. We have made our own mistakes, became insulated from the world we sought to control. And whatever they may think, the night is far from over. But that will change. And you will help us change even as we teach you. This time, we will do it right. And who are we? Who are we really? We are the Invisible Hand. We are the Illuminati. We come before and after. We are forever. And eventually, eventually, we will lead them into the day. Ja, und damit ist dieses Spiel zu Ende. Ja, was kann ich sagen? Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr seid nicht enttäuscht von meiner Endewahl. Ich
bin gespannt, was für ein Ende Zwergesel nimmt. Und ich werde mich, wenn er ein anderes nimmt, mal mit ihm abstimmen, wer von uns vielleicht das letzte noch zeigt. Oder vielleicht zeigt er auch alle drei. Weiß ich nicht. Mal schauen. Möglicherweise werde ich alle Enden zeigen, aber falls, dann wird es noch ein paar Tage dauern, weil ich mich da nicht überschneiden will. Und außerdem, wie vor ein paar Folgen schon angedeutet, geht es jetzt erstmal in Urlaub für mich. Und ich wollte davor das Spiel noch beenden. Allerdings habe ich jetzt auch schon genug Folgen. Und ich müsste noch ein paar andere Sachen aufnehmen. Und deswegen werde ich jetzt erstmal hier nicht weitermachen mit Deus Ex. Wenn ihr unbedingt die anderen Enden sehen wollt, machen wir es doch mal so. Wenn ihr die anderen Enden sehen wollt, dann schreibt mir einen Kommentar. Und dann werde ich liefern. Genau. So werden wir es tun. Ansonsten ist das hier das Ende, das ich für mich gewählt habe. Ein anderes Ende, als ich damals gewählt hatte. Und ja. Das Spiel, wie gesagt, war sehr lang. Das tut mir ein bisschen leid. Sowohl für mich als auch für die Zuschauer, die dabei bleiben wollen oder dabei sind oder dabei blieben. Aber es ist gut. Es wurde gegen Ende richtig gut, richtig spannend, finde ich. Und ja, ich denke mal, in ein paar Jahren spiele ich das vielleicht sogar nochmal durch, wer weiß. Ich habe mir angeguckt, es gibt Nachfolger, Deus Ex, Invisible War, Human Revelation und so. Aber die finde ich alle irgendwie nicht so toll. Die sind zum Teil technisch nicht so gut, die sind zum Teil storymäßig nicht so gut oder einfach die Spieltechnik. Also generell ist sowieso nur beim ersten Teil, bei dem hier, das der Fall, dass man hier wirklich mit so vielen Implantaten und so viel Ausrüstung und so verschiedenen Waffenmodifikationen sich selber so dermaßen modifizieren kann. Das wird danach deutlich eingeschränkt und deswegen ist nach Meinung vieler der erste Teil der beste. Ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen, wenn ihr das anders seht. Und wenn ein paar Leute zusammenkommen, die dann sagen, hey, ich will aber unbedingt den zweiten oder dritten Teil von ihr sehen, dann werde ich das wahrscheinlich tun. Dann werde ich liefern. Aber ich habe es jetzt erstmal nicht vor und würde mich jetzt erstmal auf eine andere Art von Spiel konzentrieren nach Deus Ex. Ja. Ja, das werde ich ja bald sehen, was dann kommt. Ich werde jetzt noch den Abspann hier zu Ende laufen lassen und dann die Folge beenden. Aber ich selber, ich klinke mich jetzt schon mal aus und sage endgültig nochmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Spiel.